Herzlich willkommen, verehrte Zuhörer. Preist den Herrn, lobt den Herrn. Ja, ihr seid eingeschaltet auf Jesus ist Lord Radio, euer Endzeit-Erweckungsradiosender, der euch weltweit die aktuellen Ereignisse im Körper von Christus berichtet. Gesegnete Hörer, mein Name ist Pastorin Julia Bruchwitz und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Ich sehe, ihr habt eingeschaltet aus Görlitz, aus Berlin, aus Hamburg, aus Bern, aus Österreich, Wien, herzlich willkommen an Bord und auch alle anderen deutschsprachigen Nationen sind herzlich willkommen. Liechtenstein, die Schweiz, Österreich, Deutschland, Luxemburg und alle Nationen, die gerade in diesem Programm eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Der Herr möge euch reichlich segnen. Verehrte Hörer, in der Bibel steht, dass der Herr seinen Propheten Elia senden wird, bevor der große Tag des Herrn passiert, bevor Jesus Christus wiederkommt. Elia kommt als erstes, um alle Dinge wiederherzustellen, um den Gottes Alter wiederherzustellen. Und wir möchten heute in dieser Sendung mehr und tiefer in diesem Thema gehen und mehr verstehen, in welcher Zeit wir leben und wer tatsächlich unter uns wandelt. Er, der so viele mächtige, große Wunder tut. Er, der das Feuer vom Himmel hinunterruft und es kommt tatsächlich. Und wir haben sogar Aufnahmen, die wir uns auf der Webseite anschauen können, www.repentandpreparetheway.org und www.bereutundbereitetdenweg.org. Es gibt Aufnahmen von dem Feuer von Elia, welches auf den Gottesaltar kam, gesegnete Hörer. Und es gibt auch Aufnahmen, die ihr euch anschauen könnt auf YouTube. Dazu besucht bitte den YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland. Und ihr werdet sehen, wie das Feuer sogar direkt auf seinen mächtigen Propheten Elia zeigte. Elia, der Prophet, der vor Gott steht, sein Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. In 1. Könige Kapitel 17, Vers 1 sagt er, und es sagte Elia, der Tischbiter von den Einwohnern Gileads, zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Liebe Hörer, in der mächtigen Heimsuchung des Herrn in Lima, Peru, haben wir gesehen, wie sogar der Tau Gottes auf den Gottesaltar kam. Die Menschen berichteten uns davon, wie ehrfurchterregend. In Lima, Peru öffnete sich der Himmel, der Heilige Geistregen fiel über das Treffen. Kristalle fielen, die Menschen sammelten die Kristalle auf und wir haben letztens auch im Gebetshaus Winnenden eine Glaubensschwester zu Besuch gehabt, denn sie war in Lima, Peru und hat uns Zeugnis gegeben und sie brachte sogar die Kristalle mit und auch wir konnten die Kristalle des Himmels auf unserer Hand halten. Es war ein sehr ehrfurchterregender Tag, eine sehr ehrfurchterregende Zeit, verehrte Hörer, dass sogar die Objekte des Himmels auf unserer Hand gelegen haben. Wie ehrfurchterregend. Elia, der Prophet, er wandelt unter uns genauso, wie die Bibel es versprochen hat. Außer dem Namen seiner Heimatstadt Tischbe in Gilead wissen wir nichts von Elias Herkunft. Das erste, was wir von ihm lesen, ist sein Bekenntnis zu dem Gott Israels, wie wir gerade gelesen haben in 1. Könige 17, Vers 1. Er sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Wir sehen also hier die Autorität und die Macht, die Elia hat, die der Herr ihm gegeben hat. Elia ist der Gesandte Gottes, der Botschafter des Herrn, der die Gemeinde, den Gottesaltar, wiederherstellt. Wir können in der Bibel lesen, wie er sogar eine von Gott gesandte 3,5 Jahre andauernde Dürre ankündigen musste, weil der König Ahab seiner Frau Isabel erlaubte, das Volk in krasse
Abgötterei zu führen. Wir sehen also, dass Elia kommt, um die Abgötterei, die falschen Propheten, die Götzen zu schlachten. Und nach diesem ersten Auftreten wurde Elia von Gott für 3 Jahre in die Verborgenheit geführt. Zuerst versorgten ihn Raben in Gottes Auftrag, dann eine Witwe in Zapat, bis er den Auftrag bekam, sich Ahab erneut zu zeigen. Diese Begegnung führte zu dem Gottesurteil auf dem Berg Karmel, wo das Volk vor die Entscheidung zwischen Baal und dem lebendigen Gott von Israel gestellt wurde. Wir können auch in der Bibel lesen, dass Elia in Elisas Beisein von Gott in einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden in den Himmel geholt wurde. In dem ersten Kommen von Elia hatte er großen Einfluss auf die Geschichte Israels. Jahrhunderte später bei der Verklärung von Jesus wurden 3 seiner Jünger Zeugen seines Gesprächs des Herrn mit Mose und Elia. Nach dem biblischen Zeugnis wird Elia auch am Ende der Zeit noch eine von Gott geplante große Rolle spielen. Und hier können wir in Maleachi Kapitel 3, Vers 23 und 24 lesen. Ich lese, gesegnete Hörer, Maleachi Kapitel 3, Vers 23, 24 und hier steht: Sieh, ich will euch den Propheten Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und wird das Herz der Söhne ihren Vätern zuwenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Gesegnete Hörer, der Herr hat seinen größten Propheten Elia offenbart vor all den Nationen in Lima, Peru. Gesegnete Hörer, der Herr hat Elia wieder zurückgesandt zur Erde. Er ist hier unter uns. Die Wiederholung der Bibel findet statt. Welche enorme Generation sind wir, die sowas erleben können, die mit unseren eigenen sündhaften Augen die Wiederholung der Bibel sehen, gesegnete Hörer. Wir sind die gesegnete Generation. Dies sind die Tage von Elia. Liebe Hörer, lasst uns 1. Könige Kapitel 18 lesen, von Vers 20 bis Vers 38. Und hier steht: So sandte Ahab hin unter alle Kinder Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sagte Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns 2 Stiere und lasst sie einen Stier wählen und ihn zerstückeln und aufs Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich will den Namen des Herrn anrufen, welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Und das ganze Volk antwortete: Das ist recht. Und Elia sagte zu dem Propheten Baals: Erwählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, richteten zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, und sagten: Baal, erhöre uns! Aber es war da weder Stimme noch Antwort, und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sagte: Ruft laut, denn er ist ein Gott. Er sinnt nach oder hat zu schaffen oder ist auf der Reise oder schläft vielleicht, damit er aufwacht. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringen sollte. Und da war weder Stimme noch Antwort oder Aufmerken. Da sagte Elia zu allem Volk: Kommt her zu mir. Als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs,
zu dem das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, 2 Kornmaß weit, richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier, legte ihn aufs Holz und sagte, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sagte, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sagte, tut es zum 3. Mal. Und sie taten es zum 3. Mal. Das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Als es die Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sagte, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute bekannt werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk wisse, dass du Herr Gott bist, damit du ihr Herz zu dir bekehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser im Graben auf. Gesegnete Hörer, es ist das Feuer von Elia, das Feuer des Herrn, welches vom Himmel gefallen ist, welches Elia von den falschen Propheten separierte. Geliebte Zuhörer, das Feuer, welches wir immer gesehen haben, auf den mächtigen Erweckungstreffen, so wie wir gesehen haben in Menengai in Nakuru im Jahr 2016. Das Feuer, welches wir gesehen haben in Lima, Peru. Dieses Feuer, das immer zu ihm geht, zu Elia, den größten Propheten von Jahwe. Dies, gesegnete Hörer, ist das Feuer, welches ihn komplett separiert. Welches ihn von all den falschen Propheten auf Berg Karmel separierte, von all den falschen Propheten Baals und Aschera. Dieses gleiche Feuer separiert ihn total heraus. Er ist total separiert. Er geht alleine. Er geht alleine mit dem Herrn. Wir haben ihn noch niemals gesehen, dass er sich vermischt. Er ist nie vermischt. Es ist dieses Feuer, das schreckliche, furchterregende Feuer des Herrn. Es ist das Feuer des Herrn, das schreckliche Feuer Elias, das furchterregende Feuer Elias, welches ihn total separiert von der Menschheit. Es ist dieses Feuer des Herrn, welches ihn himmlische Kräfte gibt. Kein Wunder, wie wir gesehen haben im Buch 2. Könige, Kapitel 2, Vers 11. Wir sehen hier, dass dieses Feuer, das Feuer von Elia, das Feuer des Herrn, total ihn heraus separierte. Gesegnete Hörer, lasst uns lesen in der Bibel, in dem Buch 2. Könige, Kapitel 2, Vers 11. Und er sagt, und als sie miteinander gingen und redeten, sieh, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die trennten die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Sturm auf zum Himmel. Geliebte Zuhörer, es ist das Feuer des Herrn, das Feuer von Elia, das ihn separierte, ihn von der Menschheit komplett separierte und ihm die himmlische Kraft gab, dass er in den feurigen Wagen in den Himmel hineingebracht wurde. Und die Reiter von diesen Wagen sind die Engel des Herrn. Es ist dieses massive Feuer, das ihn total separiert von den falschen Propheten auf Berg Karmel in Israel. Das Feuer, welches wir immer sahen, wie wir es sahen in Menengai, auf dem Menengai-Feld in Nakuru in Kenia, auf dem Mega-Erweckungstreffen des Herrn. Und welches wir kürzlich sahen auf dem mega-historischen Erweckungstreffen in Lima, Peru. Es ist dieses Feuer, verehrte Hörer, welches ihn total separiert und gibt ihm tatsächlich direkten Zugang, wie eine direkte Linie zu Gott. Kein Wunder, dass er direkt zu Gott spricht, zu Gott, dem Vater. Und der Herr antwortet ihn direkt vor allen Versammelten,
direkt dort, sofort, ohne zu zögern. Dieses Feuer separiert ihn direkt von allen anderen und separiert ihn zu einem engelhaften Wesen, ein himmlisches Wesen. Dieses Feuer des Herrn, dieses Feuer von Elia, separiert ihn total heraus von aller Menschheit. Und zu dieser Zeit, geliebte Leute, jetzt gerade, geliebte Leute, sieht man, dass er mit Mose gekommen ist. Mose, der im Hintergrund wandelt. Wie ehrfurchterregend, gesegnete Hörer. Der Herr hat seine zwei Propheten, die mächtigsten Propheten des Herrn, auf diese Erde gesandt, um uns vorzubereiten für das Kommen des Messias, den König Jesus. Es ist schockierend, dass der Herr uns das Privileg gegeben hat, dass wir leben und beide sehen, dass wir wahrlich das Privileg haben und beide sehen zu können. Wir haben beide gesehen und man sieht, dass einer größer ist als der andere. Sie haben verschiedene Größen, sogar verschiedene Gesichtsfarben. Es ist sehr enorm, geliebte Zuhörer, kostbare Leute. Dies sind enorme Zeiten in der Gemeinde von Christus. Es ist das furchterregende Feuer des Herrn, das Feuer von Elia, das Elia zu den höchst mysteriösen Propheten macht, von allen Propheten des Herrn Jahwe. Es ist dieses Feuer, das Feuer von Elia, das Feuer des Herrn, das ihn total separiert. Das Feuer von Jahwe. Und es ist dieses Feuer, welcher der Antichrist versucht nachzumachen, nachzuahmen. Er versucht es zu fälschen. Elia ist der höchst mysteriöse Prophet von allen, gesegnete Zuhörer. Erinnert euch an den absolut erstaunlichen historischen Besuch des Herrn am 1. Januar 2009 in Kakamega in Kenia, als Gott der Heilige Geist in Form einer weißen Taube auf seinen Propheten herabstieg und die Identität seines Dieners, den Endzeitpropheten Elia, bestätigte. Gott der Vater selbst hat seinen mächtigen Propheten bestätigt und setzte sein Siegel der Unterscheidung auf seinen geliebten Propheten. Und dies passierte nur bei Jesus. Gesegnete Hörer, lasst uns dazu Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und 17 lesen. Und hier steht: Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gesegnete Hörer, Gott, der Heilige Geist, stieg in Form einer weißen Taube auf seinen Propheten herab und bestätigte die Identität seines Dieners, den Endzeitpropheten Elia. Am 1. Januar 2009 in Kakamega, Kenia. Und wir haben die Aufnahmen, ihr könnt sie überall im Internet sehen. Bitte besucht dazu die Webseite www.repentandprepare.org und besucht auch unseren YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland, um euch diese Aufnahmen selber mit euren eigenen Augen ansehen zu können. Verehrte Hörer, sieht, wie er kam. Und zu dieser Zeit kam er und wurde sogar verdoppelt vor unseren eigenen Augen. Wir sehen sogar die Aufnahmen, wie der Herr uns erlaubte, die Verdoppelung zu sehen mit bloßem Auge. Viele Aufnahmen gibt es. Es kann also jeder sehen, gesegnete Hörer, diese Aufnahmen, wo die Verdoppelung stattgefunden hat. Mit unseren eigenen Augen können wir dies sehen. Wie ehrfurchterregend. Was für eine gesegnete Generation wir doch sind. Gesegnete Hörer, wir sahen bei der Verdopplung, dass einer von ihnen ein wenig größer ist und einer ein wenig hellere Hautfarbe hat. Einer ist manchmal so groß, so riesig wie die Engel des Herrn Jahwe. Und seht, wie der Herr Jahwe ihn vom Himmel hinabsenkte
und vom Himmel hinaus, darüber hinaus, weiter, weiter weg, von wo die Flugzeuge fliegen, wo es zu kalt ist, bis er zu dem Zelt des Treffens gesenkt wurde, durch das Dach, gesegnete Hörer. Und dies passierte dieses Jahr 2018. Schaut, wie er tanzte in der heißen Sonne, wo nicht einmal Raumschiffe sich dahin nähern können. Schaut, wie er den Krüppeln befehlt, aufzustehen, loszugehen, vorzugehen in 84 Stadien und auf öffentlichen Plätzen in der Nation Kenia. Von seiner Residenz aus, ohne herauszutreten, ohne aus seiner Residenz hinaus zu gehen. Seht, wie er die Neutronensterne erschüttert und sie zusammenstoßen und das ganze Universum erschüttert und bebt. Von ganz tief im Weltall drinnen hinein, 113 Millionen Lichtjahre entfernt. Wer kann dort hinkommen? Wer kann dort jemals hinkommen? Wer? Gesegnete Hörer. Geliebte Leute, jetzt fangen wir an, das Feuer von Elia, das Feuer des Herrn zu verstehen. Dies ist, was Elia, den größten Propheten des Herrn, absolut mysteriös macht und ihn auch himmlische Macht gibt und ihn total herausseppariert, separiert von der Menschheit. Und es ist dieses Feuer, das Feuer des Herrn, das Feuer von Elia, welches ihn von den falschen Propheten auf Berg Karmel in Israel separierte, so wie wir in der Bibel in 1. Könige lesen können. Gesegnete Hörer, wie ehrfurchterregend, wie schockierend die Zeit, in der wir leben. Dies sind die Tage von dem Propheten Elia. Gesegnete Hörer hier auf Jesus, ist Lord Radio, es ist das Feuer, das den Propheten total separiert und ihn näher zu Gott bringt, sodass er zu Gott spricht und der Herr, Gott, der Vater, antwortet ihn. Es ist dieses schreckliche, ehrfurchterregende Feuer des Herrn, das Feuer von Elia, das ihn total separiert in ein himmlisches Wesen. Enorme, enorme Zeiten, geliebte Leute, sehr ehrfurchterregende Zeiten, sehr ernsthafte, extrem ernsthafte Zeiten, in denen wir leben. Gesegnete Hörer, in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 11, kann man lesen, man sieht, dass es dieses Feuer ist, das Elia von Elisa separiert. Und Elia wurde in den Himmel genommen, in feurigen Wagen. Lasst uns nochmal die Bibel lesen in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 11. Und hier steht, und als sie miteinander gingen und redeten, sieh, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die trennten die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Sturm auf zum Himmel. Und lass uns auch Vers 12 lesen. Hier steht, Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter und sah ihn nicht mehr und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Ja, das ist das Feuer von Elia, das Feuer von dem Herrn, welches Elia und Elisa voneinander separierte und dieses Feuer nahm Elia in den Himmel in feurigen Wagen und die Reiter von diesen Wagen sind Engel, die Engel des Herrn, die Engel Gottes. Sie nahmen einen von ihnen, sie kamen, um ihn nach oben zu nehmen, um einen von ihresgleichen in den Himmel zu nehmen, um Elia zurück in den heiligen Himmel zu nehmen, als er seine Mission vervollständigte. Sehr schockierend, geliebte Leute. Sehr, sehr schockierend. Lasst uns in die Anbetungsrunde gehen und danach werden wir mehr erfahren. Gott fest vertraut, er
Gesegnete Zuhörer, herzlich willkommen zurück hier auf Jesus ist Lord Radio, hier zu eurer Radiosendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Gesegnete Hörer, das Feuer von Elia, das Feuer des Herrn, separiert ihn total. So wie wir sehen auf Berg Karmel in Israel, das Feuer des Herrn, das Feuer von Elia, separierte Elia total von all den falschen Propheten. Dies können wir auch noch einmal in 1. Könige, Kapitel 18, Vers 38 lesen. Dieses Feuer separiert ihn von all den falschen Propheten. Es ist dieses Feuer von Jahwe, das Feuer von Elia, das ihn total separiert und ihn sehr, sehr mysteriös macht, den geheimnisvollen Propheten der Bibel, ihn zu dem geheimnisvollen Propheten der Bibel macht. Es ist dieses furchterregende, schreckliche Feuer, welches der Antichrist versucht zu fälschen. Das Feuer von Elia, das Feuer des Herrn, das Feuer von Jahwe, das Feuer, das ihn zu einem himmlischen Wesen komplett aussepariert. Das Feuer des Herrn, das ihn total von aller Menschheit separiert, gesegnete Hörer. Wie schockierend und ehrfurchterregend sind diese Tage. Und wenn wir einmal schauen, die Bibel hat uns versprochen, der Herr, er selbst hat uns versprochen, dass bevor der schreckliche Tag des Herrn kommt, dass bevor der Tag der Entrückung stattfindet, der große Prophet Elia zurückkehren wird, um den Gottesaltar wieder herzustellen. Verehrte Hörer, lasst uns doch noch einmal Maleachi aufschlagen, und zwar diesmal Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und hier steht:
Sieh, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel kommen. Und der Engel des Bundes, den ihr ersehnt, sieh, er kommt, sagt der Herr Zebaoth. Vers 2. Wer wird aber den Tag seiner Ankunft ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Wahrlich, wahrlich ist der größte Prophet Elia gesandt worden vom Himmel, um den Gottesaltar wiederherzustellen, zu reinigen von der Täuschung, den falschen Propheten, die Sünde, die sexuelle Sünde, die Unmoral, die Falschheit, den Liberalismus, all diese Dinge, die die Anbetung komplett verstellt haben in der Gemeinde, liebe Hörer. Und dies ist die Zeit, wo die Läuterung passiert. Wir sollten es auch zulassen und hören, was seine Anweisungen sind, jedes Wort befolgen und dies in unserem Leben umsetzen. Denn keiner weiß den Tag, wenn der Messias kommt. Aber eins ist gewiss, der Herr hat seinen Propheten gesandt, sodass wir wiederhergestellt werden und Buße in Christus Jesus tun und in Heiligkeit, Gerechtigkeit, in Gottes Ehrfurcht unser Leben führen und Sünde absolut meiden. Verehrte Hörer, lasst uns den Herrn anbeten und danach werden wir Buße und Gebet vor dem Herrn bringen. Ihr seid natürlich recht herzlich eingeladen. I'm
Gesegnete Zuhörer, wir leben in einer sehr enormen, sehr kritischen, sehr ehrfurchterregenden Zeit in den Tagen von Elia, dort, wo wir nicht mehr die gleichen sein können. Dies sind die Tage zur Vorbereitung für das Kommen des Herrn. Jetzt ist wirklich die Zeit, alles Dunkle, alles Boshafte, alles Selbstsüchtige, alles Unfreundliche, Dunkle abzulegen. Wahre Buße zu tun, den Herrn zu bitten, den Heiligen Geist zu bitten, um Führung und Leitung, so wie wir in Johannes Kapitel 14, Vers 26 lesen können. Hier steht, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Denn der Heilige Geist, gesegnete Hörer, er ist der Führer in alle Wahrheit. Der Heilige Geist leitet und führt uns zur Buße, gesegnete Hörer. Denn ohne Buße können wir keine Veränderung bekommen. Und wenn ich Apostelgeschichte 3, Kapitel 19 lese, dann zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir Buße tun. Denn hier steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Liebe Hörer, Buße ist der absolute Schlüssel zur Umkehr. Buße, das Erkennen und Bekennen von Sünde. Und lasst uns die Sünde vor dem Herrn bringen, sodass sie keinen Platz mehr in unserem Herzen hat und der Herr ein reines, sauberes Herz anfindet, wenn er kommt, um seine heilige Gemeinde zu entrücken, gesegnete Hörer. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Jesus neu in eurem Herzen zu empfangen, Gebet und Buße vor dem Herrn zu bringen. Ihr könnt diese Worte nach mir wiederholen. Bitte sagt, mächtiger König Jesus, heute komme ich vor dir. Ich beuge mein Herz vor dir. Ich bin in großer Demut vor dir und ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich tue Buße für alle meine Sünden. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich um von allen meinen Sünden, von sexueller Sünde, von Stolz, von Neid und Eifersucht, von Zorn, Unverzeihtheit, Arroganz, Widersacherei und Ungehorsam. Bitte entferne all diese Dunkelheiten aus meinem Herzen. Reinige mich komplett. Heute empfange ich dich ganz neu in meinem Herzen als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft in Heiligkeit und Gerechtigkeit und Gottes Ehrfurcht zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz, etabliere Heiligkeit und Gerechtigkeit in meinem Herzen und bitte führe mich in dein ewiges Königreich. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Liebe Hörer, ich bete nun noch einmal für uns alle. Himmlischer Vater, im wundervollen Namen von Jesus Christus bete ich und danke ich für alle Zuhörer, die heute eingeschaltet haben in dieser Sendung.
mögest du sie reichlich segnen mit deiner Heiligkeit und mögest du ihnen mehr und mehr offenbaren von deinem Königreich. Mögen sie immer ihre Gesinnung auf dich haben und mögen sie immer nach dir suchen in allen Lebenslagen und dir vertrauen in allen Lebenslagen. Mögest du ihnen helfen, näher und näher zu dir zu kommen, mehr und mehr tiefe Buße vor dir zu bringen. Bitte bereite uns alle vor für das Kommen von Jesus. Vater, mögen wir dich immer ehren und ehrfürchten und dir ein Wohlgefallen sein in den deutschsprachigen Nationen. Bitte helf uns dabei. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bete ich. Amen. Ja, liebe Hörer, es ist absolut wichtig, dass ihr auch wassergetauft seid, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Sollte also jeder sicherstellen, feststellen, dass er oder sie getauft ist. Und hiermit ist das volle Eintauchen des Körpers gemeint. Dazu könnt ihr natürlich auch die Bibel aufschlagen und das noch einmal nachlesen, was die Bibel dazu sagt über die Taufe. Matthäus Kapitel 3, Vers 8 bis 17. Natürlich ist es auch äußerst kritisch, zu dieser Stunde in einer bibellehrenden Gemeinde zu sein. Stellt also sicher, dass ihr in dieser seid, dass ihr euch vorbereitet für das Kommen des Messias, dass diese Gemeinde euch vorbereitet für das Kommen von Jesus und dass ihr in Heiligkeit und Gerechtigkeit den Herrn anbetet. Ja, liebe Hörer, bevor ich mich von euch für heute verabschiede, möchte ich euch noch informieren, dass ihr natürlich herzlichst eingeladen seid, jeder von euch, der eingeschaltet ist und natürlich darüber hinaus bei dem mega, mega historischen Endjahrestreffen des Herrn dabei zu sein. Dieses findet statt in Nakuru in Kenia. Ihr könnt am 27.12.2018 nach Kenia anreisen und ihr könnt euer Flugticket zurückbuchen für den 2. Januar 2019. Für Hotelunterstützung, für jegliche Fragen, Anfragen könnt ihr natürlich jederzeit uns kontaktieren unter der E-Mail-Adresse jesusislord.fmradio@gmail.com und telefonisch sind wir natürlich für euch auch erreichbar unter der Telefonnummer 0160 für Deutschland 920 10 220. Verehrte Hörer, bitte besucht uns auch auf dem YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland. Ja, liebe Hörer, dies war die Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Wir werden eine neue Ausgabe sehr bald hören von dieser Radiosendung. Und ich freue mich, auch euer Feedback zu hören. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Auch für Gebetsanliegen kontaktiert uns bitte. Ja, ich verabschiede mich mit dem folgenden Bibelvers. Ihr könnt mit mir lesen. Epheser Kapitel 6, Vers 10 und 11. Und hier steht: Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. In diesem Sinne, gesegnete Hörer, sucht den Herrn in allem, was ihr tut, und euch wird's gelingen. Mein Name ist Pastorin Julia Bruchwitz. Es war mir eine Ehre, diese Sendung für euch hier zu bringen. Seid reichlich gesegnet. Alles verloren erscheint.
dich, auch wenn du im Kummer gemacht, ist mehr als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den ewigen an. Im Danken kommt Neues ans Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zu ihm, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als dein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, wir erheben unsere Hände, wir erheben deine.